Ja, hallo zusammen. Heute geht es mal wieder um Minecraft und zwar um meine Stadt im Survival. Ich muss gestehen, ich spiele gerade ohne Monster. Ich habe früher öfter mit Monster gespielt, aber jetzt irgendwie habe ich mal ohne angefangen, weil ich schon lange nicht mehr mit Monstern gespielt habe und irgendwie habe ich da ein bisschen Respekt vor jetzt gerade, weil ich auch nicht so gut equipped bin. Ja, ich habe aber vor, demnächst mal fürs Video zum ersten Mal seit langer Zeit wieder mit Monstern zu spielen. Ja, und da möchte ich mir jetzt einen kleinen Vorteil verschaffen, und zwar, dass ich wenigstens in der Stadt relativ sicher bin. Ja, und dann zum Monsterjagen erstmal nur aufs Feld gehen kann. Das werde ich wann anders mal zeigen, wo ich genau dann jagen gehe. Aber es geht heute mal darum, dass ich meine Stadt einzäune und beleuchte. Also, ich werde das jetzt nicht alles in einem Video machen können. Ich werde da eine Pause zwischen machen. Ja, ihr merkt auch, ich rede jetzt gerade aus dem Off. Das heißt, ich habe das hier aufgenommen und spreche danach drüber. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass es schneller geht. So kann ich nämlich einfach das Video mal zwei, mit mal zwei Geschwindigkeit abspielen und dann dazu erzählen, was ich mir dabei gedacht habe, was ich jetzt gerade mache. Ja, genau. So, ich habe ein paar Steinchen mitgenommen, die ich mir mit Hilfe von Lava gebrannt habe. Ja, ich habe halt in dieser Stadt, ihr kennt die Stadt ja vom letzten Video noch, in dieser Stadt habe ich halt noch nicht so viel Zeug, deswegen ist es schon besonders genug, dass ich jetzt ein paar gebrannte Steine habe. Ja, wie gesagt, die Welt ist relativ neu. Aber ich wollte jetzt nicht mit Cobblestone arbeiten, das ist dann ein bisschen zu billig. Und ja, jetzt fange ich schon mal an. Alles, was Dorf heißt und was meine Häuser sind, das wird jetzt schön umzäunt. Ja, weil ihr kennt alle den Schrecken, den man haben kann, wenn ein Creeper auf einmal neben einem explodiert, weil man nicht damit rechnet. Und der macht einem dann die ganze Stadt kaputt. Das möchte ich auch nicht. Deswegen, wie gesagt, ich schütze mich dann, indem ich jetzt, wo ich jetzt noch wenigstens ohne Monster spiele, mir eine kleine Mon eine, ja, Anti-Monster-Mauer aufstellen darf. Ja, so. Was gibt es dazu noch zu sagen? Die Stadt habt ihr gerade von da oben einmal gesehen. Die ist noch nicht so groß. Das heißt, die Mauer muss nicht so ausgiebig groß sein. Ich muss noch überlegen, ob ich die Wand vielleicht später noch mal ein bisschen modifiziere. Also vielleicht ein bisschen höher mache, ein bisschen breiter. Vielleicht, dass man da drin auch gehen kann noch irgendwie. Oder dass man oben Schießstände dran hat, dass man Monster von da oben aus schon abwehren kann. Das muss ich aber alles später machen. Jetzt muss ich erstmal mit den Steinen, die ich habe, auskommen und da reicht mir erstmal eine relativ einfache 2x1 Mauer. So, ich glaube, langsam gehen mir die Steine aus. Aber ich hole dann direkt Nachschub, weil in der Zwischenzeit brennen natürlich weitere Steine im Ofen. Ich hatte letztens überlegt, das könnte ein Problem werden tatsächlich, wenn ein Überfall kommt. Ja, nicht das Klatschen an sich ist schwierig vielleicht, weil ich das dann bis dahin wieder eingeübt habe. Ich meine, ich konnte das auch mal alles, aber ewig nicht gemacht, wie gesagt. Sondern halt das Problem könnte werden, dass das hier ein Dorf ist mit vielen Dorfbewohnern. Das heißt, wenn ich dann hier einen Überfall zerschlage, dann fängt dieser Raid an und dann habe ich richtig Spaß. Ja, ich möchte nicht, dass alle meine lieben Villager dann tot sind. Das muss ich also nochmal mir überlegen, bevor ich Monster anmache. Die Villager müssen auf jeden Fall dann ordentlich eingepackt werden, aber auch das hilft natürlich dann nicht so ganz. Da gibt es ja diesen einen lieben Zauberer, der da halt der diese Phantome da wirft, die überall durchkommen. Oder nee, nicht Phantome, sorry, sondern die Plagegeister meine ich natürlich. Tja, ihr merkt schon, lange nicht mehr gespielt. Aber ich bin mal gespannt auf das erste Mal mit Monstern spielen. Ob ich mich gut schlage, das werdet ihr dann ja alle mitbekommen.
So, jetzt habe ich aber echt langsam keine Steine mehr. Und dann werde ich auch das Video nochmal unterteilen und die Fertigstellung der Mauerwand anders posten. Ich mache das immer alles schön in kleinen Häppchen. Genau, damit ich alle paar Tage mal ein bisschen was zu zeigen habe. Und ja, so, hier sieht man nochmal die ganze Stadt. Also die Hälfte haben wir ungefähr umzäunt. Fehlt noch ein bisschen was, aber wie gesagt, Steine sind jetzt aus. Meine Kürbisfarm muss natürlich auch mit dazugehören, damit ich nicht da überrascht werde von einem anderen, von einem Monster, während ich da gerade am Farmen bin. So, neue Steine, neue Lava rein und ja, dann kann ich beim nächsten Mal entspannt weitermachen mit der Mauer. Aber aktuell, die paar Steine helfen mir gerade noch nicht weiter. Gut, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Als nächstes kommt wahrscheinlich wieder Transport-Tycoon. Ich mache das ein bisschen abwechselnd. Genau. Ach so, genau, ich könnte jetzt nochmal eben das Inventar entleeren und einmal, ja, einmal schnell schlafen, genau. Und danach einmal schnell hochrennen, um neue Cobblestone-Blöcke zu generieren in meinem Cobblestone-Generator. Ohne Cobblestone natürlich auch kein Stein, das ist natürlich klar. Naja, aber jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, sei gesegnet und ciao!